Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Battle Together Age of Empires 3 The Asian Dynasties, heute auf Texas am Start gegen eine interessante Kombination aus Portugiesen und Indern. Das hat man, glaube ich, so auch wirklich selten gesehen. Lange nicht gesehen. Hey, ich wollte mich endlich mal von dem blöden Song verabschieden, aber wie eine Klette kommt er dann doch wieder zu mir zurück. Dank. Im Übrigen würde ich mir an deiner Stelle sehr gut überlegen, ob du hier Cavalry Raids versuchen willst. Ich bin ehrlicherweise, du mach ein Fast Fortress. Wir sind hier auf Ich Texas wollte und gerade sagen, Texas gibt. Texas ist doch die Karte der Fast Fortresses, also. Es gibt den Außenposten. Wir starten mit einer Kaserne. Du kannst ein paar Musketiere theoretisch auf dem Weg ins Dritte dann bauen. Und Cavalry Raids wirst du hier eh nicht vernünftig hinbekommen. Du, ich bin voll bei dir. Ich hatte jetzt eigentlich auch aufs Fast Fortress spekuliert. Und Sehr schön. dann müssen wir halt gucken, wer besser boomt, ne? Wir hatten ewig kein Spiel auf Texas, oder? Ja, es ist zumindest eine kleine Ewigkeit her. Zumindest einer von meinen Ich meine. Außenposten steht auch ganz brauchbar. Der andere natürlich nicht. Der steht am Arsch der Welt, um es mal freundlich zu formulieren. Und vor allem auch am Arsch der Welt gesehen, also ausgehend von meiner Herde. Aber Ja, das andere ist, same. Same here for me. ich glaube, hier auf der Karte sollte man vor allem auch wirklich versuchen, die Kühe, sich zu sichern, weil. Auf jeden Fall, ja, es gibt eh so wenig Nahrung. Wir werden halt im zweiten wahrscheinlich schon die ersten Mühlen bauen müssen. Ja, zumindest Anfang des dritten. Ja, unsere Gegner sind übrigens Second Lieutenant und ein sehr erfahrener Feldwebel. Das heißt also, die wissen sicherlich, was sie tun. Dementsprechend müssen wir hier jetzt schauen, was wir machen. Okay, da hat gerade mein Gegner zwei Kühe gespottet und Ich meine, mit Portugiesen auf Texas kann ich das schon wieder nachvollziehen. Also ich glaube, von allen Karten ist Texas eine der Karten, die für Portugiesen am besten sind, wenn sie in Fast Fortress spekulieren. ja, aber also ich meine, generell haben wir ja auch schon mal darüber diskutiert, dass wir, also wie gut wir in Fast Fortress bei Portugiesen finden, ne? Also es ist sicherlich Ja, aber keine. es liegt, also ein Fast Fortress bei Portugiesen ist, also ein Fast Industrial, so wie wir das in dem Replaycast gesehen hatten, das wäre halt was, was man auf Texas echt versuchen könnte, was im 2 vs. 2 aber schwierig wird. Also im dritten sollten wir dann auch versuchen, das Ding hier nach Hause zu bringen, denke ich mal. Ja, also es kommt, also ich meine, der Inder, der kann eine tolle Wirtschaft haben, aber hat er in der Regel nicht, weil wenig Inder wirklich wirtschaftlich spielen. Das heißt also, das ist halt auch, ja, die Frage, wie das dann wirtschaftlich bei dem Inder aussieht, ne? Abhängig davon, wie das wirtschaftlich läuft, bei dem könnte man sich auch überlegen, das Ganze halt einfach noch ein bisschen irgendwie wirtschaftlicher zu spielen, aber das müssen wir, wie gesagt, halt einfach schauen. Das bleibt halt einfach abzuwarten. Wie gut sie das hinkriegen. Ich weiß vor allem auch nicht, also wie sehr sie damit rechnen. Leck? Okay, Ja, ein ist wieder bisschen. da. Ich weiß Läuft auch gar jetzt nicht, wie wieder. sehr sie damit rechnen, jetzt irgendwie hier ein wirtschaftliches Spiel zu machen. Also ich sehe leider auch noch keine Decks bei denen. Doch, der Inder hat gepickt. Der Inder hat ein wahnsinnig offensives Deck dabei. Der Inder hat ein reines Rush-Deck dabei. Okay, interessant. Also ich meine, ich werde ja trotzdem auch Einheiten bauen, aber ich glaube, gerade hier kannst du versuchen auf. Soll ich trotzdem ein hartes Fast Fortress machen? Ja, und du kannst ja ein paar Einheiten bauen, wenn du auf dem Weg ins nächste bist. Klar, aber halt nur Musketiere. Wow. Die haben mir eine Kuh geklaut. Die Schweinebacken. Die Spacken. Ich hau den Spacken auf den Backen mit dem Schwert. Das ist doch immer eine Maßnahme, wa? So. So, apropos. Was bräuchten wir jetzt noch? Ein paar Holzsammler. Ja, ich bin gerade auch am Häuserboomen hier. Ja gut, also wie gesagt, ich gucke, dass ich schnellstmöglich irgendwie halt ins nächste komme. Sounds good. Ja, wie gesagt, und dann, ja, also, Dann ist guter Rat teuer. ich meine, was du halt definitiv wahrscheinlich schon mal machen kannst, ist, dass du deine Kaserne, na, wobei deine Kaserne steht ja schon, also insofern wirst du die auch nicht mehr bauen, aber deine Leute zumindest schon mal irgendwie hinten hier irgendwie in der Mitte sammelst oder so, weil ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich irgendwie so ein bisschen Spaß da kriegen werde, weil es würde mir doch irgendwie logischer erscheinen, den Franzosen anzugreifen und in der Regel passiert das ja auch eher. Ja, ich ziehe die Leute zu dir rüber und vor allem haben wir ja auf Texas auch so ein bisschen die Zeit in Anführungsstrichen. So, was war das? Du kannst mir hier mal einen Marktplatz bauen.
Ich bin gerade am Belegen. Ich glaube, also ich lasse mir aber als erstes trotzdem die vier Siedler schicken. Damit brauche ich dann aber eigentlich als zweite Schiffsladung die 700 Gold eigentlich fast nicht mehr schicken zu lassen, weil die bis dahin eh zusammengehackt sind. Meinst du? So schnell? Ja, schon. Also. Okay. So, die So. ersten Musketiere sind auch auf dem Weg. Exzellent. Weitermachen. Ja, oder Ja. beziehungsweise, also ich bin dann irgendwie halt bei 800 Gold oder so und dann steht ja halt so die Frage im Raum so, ja, 800 Gold, jetzt irgendwie noch ein Dingens bauen, jetzt noch eine Heimatstadtladung verschwenden, wenn man die auch irgendwie im dritten holen könnte, das ist halt irgendwie immer so ein bisschen, ja, ich bin da unmotiviert, das zu machen, sag ich mal. Ja, verstehe ich. So. Ich meine, ich bin jetzt halt auch schon bei 500 Gold, ne? Und 700 Nahrung. Das heißt also, wie gesagt, bis ich Das ist die der. Das Heimatstadtladung ist. habe, kann ich eh wieder Okay, der weitermachen. Portugiese hat auch massig Einheiten im zweiten und dritten dabei. Ja, ist halt schwer davon ausgehend irgendwie ein Urteil zu fällen, ob der jetzt im zweiten oder im dritten pushen will, aber. Wie gesagt, also ich werde halt gucken, dass ich ins Dritte komme, mit den Plänklern vor allem auch Age, in der Zeit ein paar Musketiere rausbringe und ja, alles Weitere wird sich dann halt zeigen. Ne? Also entweder es klappt und wenn es klappt, dann haben wir es im Prinzip auch schon fast gewonnen. Ja. Oder es wird halt fürchterlich in die Hose gehen. Denke ich auch. Ich bin am überlegen, ob ich einen Wall bauen soll. Ja, aber dann wirst du sie So halt ein noch mehr bisschen zu ins mir andere Schiffsteil. kanalisieren und du kannst dich halt sowieso schon besser wehren als ich, weißt du? Deswegen will ich ihnen Ja. eigentlich nicht noch zusätzlich den Anreiz geben, sozusagen da auf mich zu pushen. Ich werde ein bisschen Wall bauen, um mein Holz hier unten abzuschirmen. Tu, was du nicht lassen kannst, aber wie gesagt. Oh, verdammt, ich sollte mal ein paar Leute an die Münzen schicken hier. Kann da gar keine Musketiere bauen. Jo. Warte mal einmal kurz, ich muss mich eben kurz mal muten. Da ist er einfach weg und ich bin allein, allein, allein. Aber es ist okay. Ich verzeih ihm dafür. Ich bin mir sicher, es gibt einen guten Grund. Bonjour, Chasseur. Bin echt gespannt, was der Portugiese hier jetzt aufs Feld spielt. Also echt gespannt. Nicht nur so ein bisschen. So richtig. Wie ein Flitzebogen. So, bin wieder da. Hallo. Ich denke halt ehrlicherweise, dass ich besser boomen kann als ein Portugiese, selbst wenn der einen Fast Fortress macht. Also ich hau jetzt halt gerade auch viele Herrenhäuser schon raus. Ich bin mir fast sicher, dass du das kannst. Die Frage ist halt nur, also es ist halt ruhig, zu ruhig. Und wir sollten auch, wenn es geht, die Handelsposten bauen. Du hast schon deinen, sehr gut. Ja, selbstverständlich. Kommt von mir auch gleich dann. Ich bin auch gerade am Agen. Die ersten fünf Musketiere sind jetzt auch da. Trischig. Nicht wahr? Ich finde das auch tress schicke. Dann den Überrock kann man nochmal Okay, erforschen. ich krieg bei mir Besuch. Ja, die kommen auch nur mit Infanterie, aber allerdings mit Plänklern. Das heißt also, ich würde da nicht dagegen halten. Guck, dass du einfach, also. Lass sie in deine Basis reinmarschieren. Ich schicke dir auch Musketiere, die ich jetzt gebaut habe, rüber. Aber ich bin halt jetzt gerade halb durch mit dem Agen. Wenn ich durch bin, also pass auf, was du da tust. Wie gesagt, also die Plänkler, die werden dich halt wirklich ausspielen. Du hast mehr Musketiere als die, keine Frage. Aber es wäre halt schön, wenn es dabei bliebe. Also was sie da jetzt gebaut haben bisher, ist halt echt nicht überragend. Aber wie gesagt, ja, die rennen ja gerade wieder raus. Ist alles gut. Lass sie einfach rausrennen. Ja, ich gucke, dass ich, wenn es irgendwie geht, noch ein paar Ja. Einheiten mitnehmen kann. Aber dadurch, dass ich meine Außenposten da auch relativ gut gebaut hatte, ja, hat das jetzt für die, glaube ich, nicht so wirklich gut funktioniert. Ich hatte auch jetzt noch mal ein paar Musketiere bei dir in der Basis stehen, aber die ziehe ich, glaube ich, tendenziell mal wieder zurück, weil zieh deine bitte auch mal wieder in die Mitte zurück, weil ich würde mir so fast jede Wette eingehen, dass sie demnächst jetzt bei mir angetanzt kommen. Kann gut sein, ja. Keine abwegige, steile These. Ich bin jetzt jedenfalls glücklich im dritten und ja, punktetechnisch sieht es ja momentan auch nicht schlecht aus. Lass mir jetzt halt auch gleich die 1000 Holz schicken und werde dann meine beiden Dorfzentren noch hinstellen. Ich glaube, ich baue sogar gerade noch mal eben
Ein Viehstall und mäste meine Kühe nochmal eben hoch. Ja. Wenn sie jetzt einfach wieder gehen und uns in Ruhe lassen, das wäre natürlich höchst unterhaltsam, aber... Ja, du musst jetzt natürlich gucken, dass du punktetechnisch, dass du wirtschaftstechnisch hier jetzt im dritten... Ja, wie gesagt, also meine 1000 Holz sind halt am schicken, aber mehr geht halt auch nicht. Ja. Ansonsten habe ich jetzt 14 Plänkler und 8 Musketiere, also 20 Einheiten habe ich auch schon, mit denen ich mich verteidigen kann. Es sind vor allem auch Zeitalter 3 Einheiten, ne? Also jetzt nicht irgendein Krepp. Okay, stehen die kommen wieder bei dir. Ja, ja, ich komme. Ich komme gelaufen. Ich baue mal ein paar Longbows. Nur ein paar. Das erscheint mir sinnvoll, ja. Ansonsten, du kennst das Spielchen, halt dich bedeckt. Ah! Keine Verluste eingehen. Ja, verdeckt halten funktioniert nur so mäßig. Meine Dorfbewohner Quatsch machen. Ich bin gleich, wie gesagt, mit 19 Plänklern da. Mit denen werde ich dann halt auch alles, was er da hat, in die Steinzeit zurückballern können. Da rechnet jetzt sicher keiner mit. Okay, ich bin da. Können da engagen. Sehr gut. Ich fange da langsam an, die Musketiere rauszuknallen. Kommst du mit? Ja. Bin direkt hinter dir. Okay, gut. Ja, nö, aber der hat eh keine Lust. Ja, wie gesagt, mir soll es recht sein, ne? Also spielen wir hier halt fröhlich weiter wirtschaftlich und gut ist. Hab da überhaupt keine Skrupel, Mensch. Nee, glaube ich dir. So. Guck jetzt auch, dass ich gleich mal ins nächste gehe, denke ich mal. Was brauchst denn du? 500 Nahrung brauche ich gerade noch, weil ich halt immer noch sehr viel Armee hier rausbringe, aber... Machen wir das doch einfach so. Okay. Ich weiß jetzt allerdings natürlich nicht, was sie vorhaben. Es könnte auch sein, dass sie jetzt halt wirklich einfach nochmal zu mir rüberkommen. Das wäre dann jetzt tendenziell ein bisschen... nervig, aber... Ja, lass uns weiter unsere Einheiten hier stehen lassen, würde ich sagen. Klingt gut, ja. Ich werde jetzt, glaube ich, auch einfach aus Sicherheitsgründen mal anfangen, hier hinten zumindest in der Ecke einen Wall zu bauen, sodass sie mir da zumindest nicht irgendwie ungesehen in die Basis reinmarschieren können. Ich würde ehrlicherweise sagen, dass wir jetzt den Wall versuchen, dicht zu machen, also... Ja, klar, aber also damit muss ich ja auch irgendwie irgendwo anfangen, also kann ich halt auch genauso gut hinten anfangen. Klar, ja, ja. Logisch. Fernrohr verwendet. So, so. Das portugiesische Fernrohr. Man kennt es, man liebt es. Wenn man das selber spielt zumindest. So. Die Flößerei kann man nochmal machen. Wir brauchen gleich auch die Landnahme. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade noch hier die letzten Tiere und dann... Okay, der ist auch ins Festungszeitalter geaged. Also das ist der Portugiese, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Zweites Dorfzentrum steht, für das dritte wird gerade das Holz gehackt. Ich habe jetzt hier 24 Plänkler stehen, also militärisch sind wir momentan auch... Kannst du mal die Postkutsche erforschen? Ja, ich habe eigentlich nicht so richtig das Holz dafür. Ich würde gerne mein Dorfzentrum rausbringen, aber... Okay, ja dann ist es okay. Ich gebe es bei mir in Auftrag. Ich denke nur, es macht Sinn, wenn wir beide Handelsposten haben, dass wir die auch erforschen, das alles. Es macht sich auf die Dauer garantiert bezahlt, das ist richtig, ja. So. Ich hau mal noch gerade 10 Musketiere raus. Apropos bezahlt, ich muss gerade mal die Kreissäge erforschen. So, und jetzt ist hier gleich Schluss mit Nahrung sammeln. Ja, allerdings. Okay, mein Wall ist dicht. Die wollen? Ja. Kommen bei mir? Ja, ja, ich komme. Ich komme gelaufen. Okay, von mir gibt's jetzt erstmal Veteranen-Musketiere. Klingt nach einer Maßnahme. Ja, wie gesagt, ja, wir stehen da jetzt aber auch beide. Und also vor allem, wie gesagt, ich habe da mittlerweile halt auch 27 Plänkler stehen, mit denen würde ich ihn halt alleine schon umbringen. Okay, da kommt der da hinten. Nicht mehr erforschen können. Ja, das ist ärgerlich. Okay, ich meine, jetzt ist die Frage, sollen wir denen jetzt wirklich die gesamten natürlichen Rohstoffe in der Mitte überlassen, oder? Nein, nein, wir müssen da gleich irgendwann rein. Aber ich meine, punktetechnisch geht es uns beiden, glaube ich, gerade besser. Das ist unbestritten, ja, aber... So langsam geht mir halt, und das ist wirklich ein Problem, irgendwie das Gold aus, an dem ich sammeln kann, realistischerweise. Ja, wir müssen jetzt gleich da irgendwie gucken, dass wir uns die natürlichen Ressourcen wiederholen. Ich baue jetzt auch mal einen Stall.
und werde ein paar Husaren bauen, weil gegen das, was der Zweite hat, scheint mir das ganz gut. Und zumal der halt sowieso immer wegrennt wie ein feiges Mädchen. Ich baue eine Geschützgießerei und gucke, dass ich gleich ein paar Cannons raushole, wenn du auf Kavallerie gehst. Klingt nach dem Plan. Ja, wie gesagt, das andere ist, ich habe jetzt halt 3 Dorfzentren up and running und es wird sich jetzt halt punktetechnisch so langsam auch bezahlt machen. Ja. Der Inder ist momentan punktetechnisch auch recht stark, interessanterweise. Der Portugiese gar nicht. Weiß nicht so richtig, was da schiefläuft. Ja, der Portugiese, glaube ich, leidet immer noch darunter, dass er sich keine Dorfbewohner schicken lassen kann. Möglich, ja. So, mein Stall steht jetzt auch. Ach komm, weißt du was, wozu der Geiz? Ich baue jetzt einfach gleich ein paar Kürassüre. Okay. Was soll der Geiz? Wir haben es ja. Also eigentlich ja nicht. So, mein erstes... Hauptsächlich fressen die halt einfach Hartbevölkerung. Ich kann halt, also... Wenn ich 5 Kürassüre baue, dann brauche ich 1,5 Häuser dafür. Ja, das ist schon ziemlich heftig, das stimmt. So, aber... So, jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir da mal rauskommen, weil ich habe jetzt auch das Problem, dass ich bei mir jetzt auch keine Goldressourcen mehr habe. Ja, also wie gesagt, folgender Vorschlag. Sobald meine ersten 5 Kürassüre da sind, pushen wir durch. Ja. Du hast Hunger, wie es aussieht. Sag zumindest dein Magen. Hä? Was? Nein. Mein Magen hat nicht geknurrt. Nicht? What the fuck? Nein. Ich habe keine Ahnung, was du gehört hast, aber es war nicht mein Magen. Dann muss das hier auf der Karte gewesen sein, irgendwie so ein Geräusch, so ein Alligator oder sowas. Alligator. Genau der. Und Holz ist das andere Problem. Ja. Okay, meine ersten 5 Kürassüre sind da. Also jetzt Anderle. Okay. Lass uns da langsam mal uns rausbewegen. Mhm. Bevor die uns hier noch den Tag versauen. Männern und Frauen ist zuzutrauen, dass sie sich... Ja. Dann einmal das Feuer drauf eröffnen, und solange keine der... keine Veteranmusketiere. Ja, und der andere steht auch... Corona. Der andere steht auch viel zu weit hinten. Ja, die Dragoner rauszusnipen, das wäre natürlich... Okay, da hinten sind Orgelkanonen. Ja. Die Dragoner snipe ich raus. Bemühe ich mich auch. Ja, Kanonen auf die feuer ich mit meinen Falkonetten, die sind ja jetzt auch Geschichte. Meine Kürassüre leben auch noch alle. Das heißt, die kommen jetzt endlich mal von hinten da rein. Kamelreiter. Ja. Ja, die Kürassüre sind jetzt leider rausgefokust worden, so ist das Leben, aber. Oh. Der Dingens ist ins vierte durchgegangen. Ja, das ist gar nicht mal so lustig. Pass auf die Kamelreiter auf, sonst hauen die noch gleich deine Kanonen kaputt. Ja. Wünschen. Ja, tun sie. Naja, das sind sogar nur Samboraks, die kriege ich weg. Ja. Guck, dass du jetzt da wieder oben auf die Dingens drauf drischst. Da kommen wieder. Dragona von der Seite. Ja. Na, die kann ich alle ganz gut rausnehmen mit den Plänklern, die haben ja einen Angriffsbonus dagegen, aber. Du sagst es. So, apropos Seufzen. Okay, gut. Da oben steht das rote Vor, da kommen wir nicht so richtig ran, aber hier die Dragoner, die kann man nochmal rausschießen. Ja, und ja, langsam. Meine beiden Falkonette leben halt auch immer noch, das ist ziemlich nice. Langsam aber sicher können wir uns halt auch Richtung rotes Vor belagern, ne? Also. Das andere ist, also dadurch, dass der jetzt halt einfach so viele Ressourcen fürs Vierte ausgegeben hat, läuft es bei dem sicherlich auch gar nicht mal so gut wirtschaftlich. Wahrscheinlich nicht, ne. Ach, lustig. Bin hier oben gerade dabei, an der Mine zu hacken, die eigentlich komplett von... Ach, fuck, wir haben hier Mauts! Ah! Wo? Da oben, aber... Oh, ja. Ich habe 10 Dragoner, aber... Wir lassen uns da gerade richtig hart aufrauchen, Bro. Zieh dich da raus. Ich hab da jetzt 10 Dragoner. Die schlachte ich jetzt. Ja, ich hab da auch noch 10 Dragoner, die da gerade Fokusfeuer drauf machen, aber. Ja. Da kommt jetzt hier diese. Oh, ja, der baut jetzt halt nur noch die bekackten Elefanten.
Da sind jetzt lustigerweise gerade 10 Husaren mitten in meinen Dragonern fertig geworden. Das nehmen wir doch gerne mal dankend an. Du hast hier übrigens noch 5 Plänkler stehen. Ja, danke. Ja, und ich meine, der hat echt die Hauders gebaut? Wogegen denn? Gegen die Unzahl, die unzähligen Kavalleristen, die ich gebaut habe, das ist doch klar. Hey, Hauders sind doch die Anti-Belagerungseinheiten, die Anti... Nein, das sind im Prinzip Dragoner, halt nur in groß. Ja. Aber nichts für ungut, ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass das, was wir hier tun, fürchterlich zielführend ist. Ich gehe jetzt aber... weil wir hier die ganze Zeit halt unter dem verkackten roten vorkämpfen. Das ist in der Tat ein Problem, ja. Und Mörser sind halt irgendwie momentan auch nicht noch nicht so richtig die Option. Nee, kann man ja gar nicht bauen. Eben. Deswegen sind sie halt auch noch nicht so richtig die Option. Ich habe jetzt 60 Dorfbewohner, aber ja, soll ich mich da rausziehen, weil du... Also, ich würde mich zumindest ein bisschen zurückfallen lassen, also... Okay, ja, ich deck deinen Rückzug. Die Fernkämpfer von denen, die sind natürlich... Das andere ist, langfristig habe ich halt schon das Gefühl, dass wir halt gegen die, dass wir langfristig gegen die Units von dem Portugiesen, sollte er sie endlich mal irgendwie ins Industriezeitalter verbessert kriegen, halt keinen guten Schnitt machen, ne? Und deswegen bin ich jetzt halt auch gerade auf dem Weg. Wenn der seine Reichweite auf den Dragonern drauf hat, wird das fies. Genau, richtig. Und deswegen bin ich jetzt halt gerade, wie gesagt, eben auch auf dem Weg ins Vierte, dass ich zumindest halt die Fabriken kriege und so. Ah, fick die Henne, jetzt hat er hier oben Husaren. Den Überrück eigentlich erforscht, ansonsten wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt dazu. Hast da keinen Außenposten gebaut, ne? Nee, ich bin ja die ganze Zeit von einer Mine zur anderen am Rennen, aber also erstens sind es so wenig Husaren, dass sie kaum Schaden machen und zweitens bin ich gleich mit meinen Dragonern da, die werden dann im Umkehrschluss da mal ein paar von seinen Siedlern schlachten und außerdem, wie gesagt, ich habe 62 Siedler, alles gut. Also ist jetzt nicht okay, so, dass hier also jetzt einmal... Ich habe da unten 20 Musketiere, 50 Longbows, ich baue jetzt mehr Musketiere, weil ich weiß, dass das gerade zu wenig sind. Okay, er rennt jetzt hier aber, glaube ich, gerade wieder weg mit seinen Husaren, aber dafür schlachte ich jetzt hier Siedler von ihm. Okay, bin jetzt auch im Vierten, die erste Fabrik kommt. Hat, glaube ich, auch noch nicht gerafft, dass ich da Siedler von ihm platt mache. Was nicht schlecht ist. Die Verbesserung für die Voltigeure kommt. Okay. Voltigeure. So, ihr baut aber weiterhin da an den Baum. An den Baum? Ja, also die Dorfzentren sollen weiter an den Baum ihre Dorfbewohner bauen. So, die Fabriken, die baue ich mal ganz hier hinten an den Arsch der Welt. Jetzt haben wir hier leichte Goldprobleme, die müssen wir jetzt dringend mal angehen. Und das andere ist, was wir jetzt dringend brauchen, ist, glaube ich, ein paar Frontgebäude da. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier auch halt Voltigeure, das ist, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Willst du nach vorne? Nee, ich habe die nur leicht nach vorne gebaut. Okay. Ich meine, ich habe da jetzt auch 100 Militäreinheiten ungefähr stehen. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, keine Frage. Und ich meine, wenn der Dragoner hat, dann habe ich gegen die Dragoner... ja, das ist nämlich das Problem. Meine Einheiten wollen dann jetzt mal in den Kampf rennen, wenn wir da so weit nach vorne gehen. Ja, wir bräuchten ein paar... Also wir brauchten... Also entweder du baust Haubitzen oder ich baue sie, weil... Also, nein, ich baue jetzt... Ja, das Problem ist, ich bin nicht im Vierten. Ich kann keine Haubitzen bauen, das ist mein Problem. Ja, aber also irgendeine Form von... Also, Artillerie, die ihn. Ich wollte gerade sagen, also irgendeine Form von Artillerie, die ihn halt einfach outranged, wäre halt echt hilfreich, weil ich habe eigentlich wirklich keine Lust, unter dieses blöde Vorder zu rennen, so null. Nein, ich baue jetzt wieder Falkonette und mit den Falkonetten können wir auf relativ gute Distanz und vor allem relativ schnell die Units wegreißen. Ja, ich meine, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wirtschaftlich läuft das hier ja eigentlich alles schon gerade gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, ich bin bei vollen Siedlern, ich habe meine beiden Fabriken up and running, also alles kein Thema im Prinzip. Ja, ich habe jetzt volle Bevölkerung. Ich kann jetzt nichts mehr bauen.
Ja, eben drum. Also ich meine, von voller Bevölkerung bin ich noch Längen entfernt, aber ich werde jetzt halt auch wieder hier Plänkler rausbringen. Baue hier jetzt auch noch eine Kirche, ein Arsenal. Okay, drei Falkonette sind fertig. Mehr kann ich halt nicht bauen. Bevölkerung. Weil Bevölkerung voll ist, ja. Ja, ist okay. Das nächste, was ich jetzt angehe, ist dann das vierte auch für mich. Okay, ja. Ich habe halt auch alle Plantagen schon up and running. Plantagen auch, und Mühlen. Auch eine gute Sache. Ja, also ich im Prinzip auch. Mir fehlt jetzt noch eine Plantage, dann bin ich halt auch durch. Mein Falkonett! Gott. Ja, aber die kannst du ruhig schon mal aufbauen und da auf den Stall draufballern. Ja. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, Nein. Ich habe hier jetzt auch schon. Da hoch und feuert dann da drauf, bitte. Ich habe jetzt hier auch schon drei Kasernen stehen, die auch alle gerade Infanterie rausbringen. Die Mine da haben wir auch eigentlich gesichert jetzt. Alter, meine Falkonette kommen da nicht vorbei, ich kriege ein Kind. Ja, die könnten wir tatsächlich. Ist das schön. Ja, dann zieh doch deine Leute zur Seite, um Himmels Willen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Es kann doch nicht so schwierig sein. Dann könnten wir mal die vergünstigen. Wir müssen jetzt halt langsam angreifen, weil ich muss eigentlich meine letzten 10 Siedler noch bauen, hab aber volle Militärbevölkerung. Ja, dann, wie gesagt, fang doch mal an, auf das Gebäude zu schießen. Sobald das Gebäude weg ist, holen wir uns ja das nächste, etc. Übrigens, da steht ja schon die Units von dem einen. Was war das denn? Da ist der Kundschaft auf dem gerade wiederbelebt worden. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie auf wundersame Art und Weise jedenfalls. Okay, ich hau aufs rote Fort drauf mit den Falkonetten. Klingt gut. Ich habe jetzt auch die Range-Verbesserung auf dem Außenposten da drauf. Ach, verdammt, ich bin ein Depp. Du kannst übrigens deine anderen Units jetzt auch gerne mal mitschicken. Habe ich doch. Ach, nee, das sind nur die gebaut wurden, nee. Die da sich nicht berufen. Vorsicht, da kommt. Ja, du hast ihn natürlich richtig schön alleine dahingestellt. Und da war Samburax. Die kriegen maximal einen Falkonet. I'm working on it, okay. Wir sind tot. Wir haben noch nicht mal einen Falkonet bekommen. Ja, ich habe da auch eben Fokusfeuer mit den Plänklern drauf gemacht. Hier rotes Fort ist Geschichte. Ja, dann kannst du dich direkt weiter mit dem nächsten Fort beschäftigen. Davon haben sie da ja irgendwie viele. Ja. Ich werde erstmal den Außenposten nehmen, glaube ich, weil da komme ich besser ran. Klingt nach dem Plan. Seine komischen Elefanten hier. Ich baue gerade so eine affige Anzahl von Infanterie raus. Kenn ich. Hast du noch Kaff? Nee, ne? Nee, gerade nicht. Weil diese Orgelkanonen da unten sind so dermaßen nervig, die raffen so viele von meinen hübschen Einheiten dahin. Ja, ich mach da gerade mein Fokusfeuer drauf. Ich habe da noch 40 Plänkler stehen, die können sich da mal eben drum kümmern. So. Sind tot. Okay, hier oben sind jetzt Vorsicht, da oben sind Belagerungselefanten, die deine Kanonen umbringen. Was, wo, wie, wo, was, da. Ja, schön. Wollte ich eh nicht mehr haben, ich baue neue. Ja, also ohne Belagerungswaffen hier unter dem blöden Forum zu stehen, also ich habe zwar hier 80 Plänkler stehen, aber das ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen teuer. Ich habe aber weitere Dingens wieder im Bau. Okay. Pass mal auf, ich baue jetzt hier doch meinen Stall und eine Geschützgießerei auch. So, ich habe volle Siedler. Sehr gut. Und ich habe gleich wieder 4 Falkonette fertig. Ja, das verkackte Fort ist jetzt gleich endlich mal weg. Ich finde, da kriegt man gerade sehr eindrücklich vor Augen geführt, dass es nichts bringt, eine Forward Base zu bauen und schön eine Armee zu massieren, wenn man dann einfach damit nicht pusht. Ja, und damit nichts macht, ne? Absolut. Ja. Okay, da oben kommen jetzt richtig harte Mengen an Mahouts. Vorsicht. Okay. Ich laufe da mal mit meinen Musketieren hoch. Die da gerade richtig hart Bambule machen leider in meinen Einheiten, aber... Mei, was will ich machen?
Meine 34 Musketiere gehen alle gegen die Mahouts. Ja. Ich baue jetzt aber auch wieder mehr Dragoner. Diese scheiß Viecher, was sie an Schaden aushalten, ist einfach nicht mehr feierlich. Das geht wirklich auf keine Kuh oder in diesem Falle Elefantenhaut. Ja, aber wir schnetzeln uns da jetzt durch die Gebäude durch, als ob es nichts wäre, ne? Ja, richtig. Mit den Balkonetten dann noch. Vor allem, ich habe jetzt halt auch alle Verbesserungen für das schnellere Anfordern von Kavallerie und es sind, wie gesagt, Wachdragoner, das heißt also... das mit der Kavallerie wird jetzt halt ab jetzt auch keine valide mehr Option mehr für die sein. Okay, da kommen wieder Husaren, aber ich habe da genügend Kavalleristen stehen, hoffe ich. Ja, ich habe da auch noch 30 Rotrockmusketen, nur noch 30? Wo sind die anderen? Da oben sind Kanonen. Ach, okay, der eine hat schon aufgegeben. Und da hat der andere aufgegeben. Oh, das hat geschallert. Auf jeden Fall. Das hat geschallert. Ja, die haben einfach wirtschaftlich nicht mitgehalten, so gar nicht. Also der Portugiese war, also der Inder war erstaunlicherweise genauso gut wie wir wirtschaftlich, aber der Portugiese, das Alter. Hat der Portugiese mit seiner Wirtschaft gemacht? Ja, nix. Und ich kann dir auch sagen, warum. Schau dir mal die Anzahl an Dorfbewohnern an, Alter. Ich habe als Franzose deutlich schneller Dorfbewohner gebaut am Ende als der Portugiese. Ja, keine Ahnung. Also wirtschaftlich, wie kann man als Portugiese dermaßen rein... Scheißen, hat er so wenig Dorfbewohner gebaut? Ja, er hat im dritten ewig lang keine Dorfbewohner gebaut, guck mal. Ja, ich sehe das. Er hätte uns eigentlich überholen müssen, damit seinen drei Dorfzentren, oder nicht überholen, aber mindestens genauso gut sein müssen wie wir. Ja, hat aber nicht. Ich meine, er hat im dritten dann ein bisschen nachgeholt, aber trotzdem. Ja, trotzdem, also. Ja, gut. Das würde ich sagen, hat recht gut funktioniert mit meinem Fast Fortress, weil dadurch, dass sie uns da halt einfach in Ruhe gelassen haben, habe ich da halt meine anfängliche wirtschaftliche Schwäche halt relativ schnell ausgeglichen und vor allem hatte ich dann ja auch dann so viele Plänklein an der Basis stehen, dass sie den Angriff sich nicht mehr getraut haben. Und ich finde es faszinierend, dass der Inder mit weniger Dorfbewohnern als ich und einer ordentlichen Anzahl weniger, 6, 7 weniger. Kanimata. Ja, aber doch nicht im zweiten. Doch, klar. Der hat als allererstes das Kanimata gebaut? Ja, klar, kann er doch. Also ist risikoreich, aber er hat als erstes das Rote vorgebaut, da bin ich mir sicher. Ja, richtig, ja, klar, das stand ja schon in der Mitte, das hatten wir ja gesehen. Und hat dann als zweites, also beziehungsweise halt für das dritte Age dann das Kanemata gebaut. Und, aber er hat im zweiten mit 10 Dorfbewohnern weniger eine bessere Ressourcenrate gehabt als ich. Wenn du mal guckst, also ich hatte 35, da hatte er 25, also ziemlich genau 10 Dorfbewohner mehr. Warte mal kurz, ich blend mal alle außer euch beiden aus. Ihr hattet doch durchgehend dieselbe Ressourcenrate. Er hatte sie minimal höher im zweiten. Ja, das Rot mein ist Gott, ein dann hat ja ist recht, dann hat er an der Stelle halt eine Ressourcenkiste gesammelt, aber das ist ja, also da hast du ja insgesamt 6000 Ressourcen gesammelt. Das heißt, da ist ja 100 oder 200 Ressourcen über dir. Das heißt, da hat er halt gerade ein bisschen später seine Ressourcenkiste gesammelt. Er hat aber... Nee, das kann auch nicht sein. Ich habe mir im zweiten alle Ressourcenkisten schicken lassen, hatte 2900 kostenlose Rohstoffe, minus die 1000 vom dritten. Aber trotzdem hatte ich mindestens genauso viele Ressourcenkisten wie er. Ich bin echt verwirrt. Gut, der Holzzufluss, der doppelte... bei den Indern? Na gut, der doppelte Holzzufluss, also wenn du pauschal davon ausgehst, dass ein Siedler halt irgendwie 0,5 Holz hackt, dann sind 2,35 fast 5 Siedler, plus du kriegst ja auch noch einen Dorfbewohner dafür und dann nochmal die 1,25, das heißt also, das sind halt irgendwie 7 Siedler, die da am Holzhacken sind für ihn. Das heißt also, das sind halt 7 Siedler alleine. Ne? Dazu kommt, dass er Holz schneller hackt als du. Das heißt also auch da, also wird ja immer ein paar Leute am Holz gehabt haben, weil er damit ja seine Dorfbewohner bauen muss. Wird er halt sozusagen schneller Ressourcen gesammelt haben als du, weil auch du wirst Holz gehackt haben für deine Holz, für deine Herrenhäuser. Ja, man sieht, dass er hauptsächlich mehr Holz gesammelt hat als ich. Das stimmt, ja. Also insofern, glaube ich, erklärt sich das durch den Holzzufluss und die schnellere Holzsammelrate. Nahrung lag ich drüber. Münzen war er minimal über mir, weil er halt die Plänkler-Einheiten gebaut hat, aber jetzt nicht so... Ja, vor allem... Also ja, das wird am Holz gelegen haben. Bin ich mir auch fast sicher. Alles klar. Gut, dann... würde ich sagen... Ja, dann danke fürs Zusehen. War ja eine erfolgreiche Runde und ich fand es mal wieder angenehm, auf Texas zu spielen, weil es halt doch das Spiel so ein bisschen verändert, ne? Mit Wellen und solche Geschichten und so ein bisschen defensiver bleiben. Genau.
Fand ich cool. Gut, danke fürs Mitspielen an die beiden und an euch natürlich fürs Zusehen. Macht's gut, auf Wiedersehen. Adieu.